Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Diesen Kärcher Putzi 8-1C werden viele von euch aus meinen Videos bereits kennen. Per Insta und so weiter habe ich den sehr häufig auch schon gezeigt und benutzt. Und jetzt gibt es eine neue Variante von dem Kärcher Putzi 8.1, die wir uns heute ganz genau anschauen. Viel Spaß beim Video, los geht's! Beginnen wir an der Stelle erstmal mit einem kleinen Unboxing. Was haben wir dabei? Wir sehen einmal Bedienungsanleitung, Gefahrenhinweise. Dann haben wir hier, wie wir das kennen, das gute Schlauchsystem. Das ist ja wirklich genial, richtig schön flexibel, ein gutes Material. Und wir sehen direkt hier drauf, befestigt ist die Sprühzufuhr. Also die brauchen wir auf jeden Fall, natürlich. So, und dann haben wir hier drunter das Herzstück. Jetzt Trommelwirbel. Oh, da ist das schöne Gerät. Oh, hier müssen wir aufpassen, das ist der Deckel. Den machen wir gleich ab. Und die Kabel kommt natürlich mit. Also Folie hier erstmal runternehmen. Gleiches Prinzip. Wir haben auch vorne wieder den Behälter und hinten den Schmutzwasserbehälter. Ne, andersrum. Hier ist der Schmutzwasserbehälter. Und hinten kommt ja das Frischwasser rein. Er kommt mir von der Größe ein bisschen anders vor. Wir machen aber heute erstmal. Und das hier ist ein ganz wichtiger Punkt, das sehen wir nämlich jetzt hier direkt. Die ist deutlich schmaler und kleiner geworden und das ist beabsichtigt. Und das macht richtig Sinn, wie ich persönlich finde. Die ist nämlich deutlich kürzer und so haben wir deutlich besser die Möglichkeit, gerade im Fahrzeuginnenraum und Ähnliches dran zu kommen. Aber heute in diesem Video machen wir ein reines Testvideo von dem, so einen richtigen Vergleich, was ist anders bei der alten und neuen Version. Da kann ich gerne mal ein Video zu machen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich das machen soll. Wie gerade geschildert, ist es vom Prinzip her wirklich gleich. Wir füllen hier das Klarwasser oder aber Reinigungswasser, also Wasser mit einer Flüssigkeit, mit einer Reinigungsflüssigkeit ein. Und auf der anderen Seite, hier wird das Ganze ja wieder angesaugt, zack, hier, kommt hier rein und landet dann in diesem Behälter, den wir dann rausnehmen können und ausleeren. Also wirklich vom Prinzip her genau das Gleiche. Aber er kommt mir auch ein bisschen kompakter vor, aber das gucken wir uns im Detailvideo mal an, wenn wir beide den gemeinsam mit vergleichen. Jetzt würde ich mal sagen, wie ist das Handling hier, besonders mit der neuen Düse? Funktioniert das gut? Geht das nicht so gut? Und hat der auch ordentlich Leistung? Wir setzen mal das Ganze jetzt erstmal zusammen. Das wird hier einfach fester drauf geschoben. So, zack. Das ist auch wirklich komplett dicht, da braucht man keine Sorgen haben. Und auf der anderen Seite gehen wir hin, den drehen wir aber noch mal ein bisschen, damit wir den hier auch unten liegen haben. Genau, setzen wir jetzt hier die Zufuhr dran. Okay, das hätten wir, das passt. Und das Gleiche müssen wir jetzt natürlich auch noch hier am Sauger selbst machen. Seht ihr unten aber den Anschluss für die Flüssigkeit. Und das klickt halt auch sauber rein. Das ist halt deutsche Wertarbeit, sage ich dazu gerne. Und dann setzen wir hier noch den hier drauf. Der geht halt wirklich ordentlich schwer, aber muss halt auch bündig passen. Wunderbar. Bevor wir loslegen, gucken wir uns natürlich auch nochmal Kabel an. Man merkt das hier, das ist wieder ein schönes Gummikabel, kein dämliches Plastik, irgendwas in der Richtung. Das ist schön flexibel, da stehe ich drauf. Das sind die Details, die machen sowas aus. Hier die Klappe ist dafür da, damit wir den dranhängen. Muss man natürlich ein bisschen anders wickeln, ist etwas kürzer. Sonst hier hinten haben wir die Möglichkeit, denke ich mal, die Düse oder die Fugendüse einzuhaken. Wir können es mit der versuchen, aber ich glaube, das wird eher für die Fugendüse sein. Ja, der passt auch. Ist auch okay. Genauso wie der andere. Einmal Saugfunktion und einmal Sprühfunktion. Würde ich sagen, füllen wir ein bisschen Wasser ein. Los geht's. Wir machen das Ganze heute streng nach Vorschrift. Ein Original-Tab von Kärcher. Folie löst sich auf. Einfach unten rein ins Wasser. Und nein, ich habe keinen Geroldsteiner zur Hand. Das ist irgendeine andere Flasche. Dementsprechend klares Wasser füllen wir ein. Wir können natürlich auch generell mit klarem Wasser quasi aus der Faser alles rausholen. Wir machen es aber heute, wie gesagt, nach Vorschrift mit einem beiliegenden Tab, das man im Zubehör kaufen kann. Probieren wir das mal aus. Hey Freunde, ich habe mir gerade mal die Fugendüse geholt. Sprüht hier und man kommt ideal überall rein. Aber die hat natürlich eine ganz andere Aufnahme. Die hat nämlich diese alte Aufnahme, die große gelbe, kennt ihr bestimmt noch von dem anderen Sauger. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das wirklich mal im Detail bei einem Vergleichsvideo davon an. Aber das wird nicht passen. Ich nehme es direkt mal hier vorweg. Hey Freunde, vom Prinzip her noch mal kurz erklärt für diejenigen, der so ein Gerät nicht kennt. Das nennt sich Sprühextraktionsgerät. Wir haben einmal Luft, die wird hier gesaugt. Und hier auf der anderen Seite wird Flüssigkeit hinzugefügt. Das läuft dann hier durch. Wenn ich hier drücke, kommt das hier vorne raus. Und gleichzeitig wird es auf die Fläche gesprüht.
Hier vorne kann man das durch das Milchglas oder durch das durchsichtige Glas richtig schön sehen, wie er dann wiederum hier den gelösten Schmutz aufnimmt. Das Ganze funktioniert. Hier, Achtung, nicht erschrecken, wird jetzt ein bisschen lauter, weil der Sauger angeht. Ja. Oh ja, der hat ordentlich Leistung. Dass ich nicht so schreien muss. Das ist die Saugfunktion. Und auf der anderen Seite die kleine Pumpe. So, und da seht ihr, der drückt jetzt hier direkt die Flüssigkeit durch, hier in den Schlauch, und die kommt bis hierhin an. Wenn ich jetzt drücke, kommt die hier raus, und ihr seht, dass sie hier durchläuft. Seht ihr? Da kommt's. Und hier, richtig schön fein zerstäubt, kommt das hier raus als Reinigungsflüssigkeit. Wirklich ideal gemacht. Geiles Prinzip. Und wenn ich beides mache, ich drücke und ziehe dann gleichzeitig und der Sauger saugt, wird die Flüssigkeit direkt aufgenommen. Kamera ist positioniert, Beifahrerseite. Hier ist die Fahrerseite vom VW Tiguan. Stoffsitze. Ich habe keine Ahnung, ob viel Schmutz drin ist, ja oder nein, aber vom Prinzip her sollten wir es auf jeden Fall sehen. Und dementsprechend gucken wir uns das Ganze jetzt an. Erschreckt euch nicht, schaltet gleich den Sauger an, dann wird es wieder ein bisschen lauter. Also im ersten Schritt gehe ich hin und sprühe das Ganze hier so ein bisschen mal drauf. Lass das Ganze eine Sekunde einwirken. Wir machen erstmal nur die Sitzfläche und die Sitzwangen hier. Und man muss aufpassen, wenn du jetzt von hier oben sprühst, hast du natürlich komplett verteilt. So, dass es hier landet, das willst du nicht. Also geh ein bisschen näher ruhig ran, mach das so. Und ja, dass jetzt hier so fett viel Feuchtigkeit drin steht, das ist kein Problem. Das holen wir ja, dafür haben wir den Sauger jetzt wieder raus. So, jetzt gehe ich erstmal hin und ziehe nur drüber. Boah, schön. Sehr schön. Geil. Ja, und da sieht man, wie einfach das geht, wie schön der Schmutz hier gelöst wird. Und man sieht es ja eigentlich so nicht direkt. Jetzt war hier kein Fleck oder ähnliches. Aber wir haben hier auf jeden Fall Verschmutzung im Sitz drin. Wenn ich jetzt mit der trockenen Hand hier mal so drüber gehe, über die Fläche, wo ich gerade gesaugt habe, guckt euch das an. Das ist handfeucht, minimal. Also, ich weiß nicht, wie man es richtig nennt. Das hier ist klar, ist noch richtig feucht, seht ihr hier. Aber wenn ich hier drüber gehe, da ist fast nichts mehr. Da gehst du mit dem Tuch nochmal kurz drüber zusätzlich oder lässt es Luft trocknen, je nach Temperatur. Da ist das direkt weg, gar kein Problem. Jetzt gehen wir aber nochmal hin und machen das gleichzeitig. Sprühen und saugen. Hier drücken. Wahnsinn! Guckt euch das mal an, alles weg! Geil! Schaut euch das mal an. Klar ist natürlich noch so ein bisschen feucht, da sieht es natürlich direkt nochmal deutlich sauberer aus. Aber hier, apropos Feuchte, drüber gehen, ja, so ein bisschen klamm ist es noch, dass hier etwas drauf ist, aber viel ist es wirklich nicht. Und von der Reinigungsleistung habt ihr ja gerade schon gesehen, was da an Schmutz rausgekommen ist. Nur bei so einem Sitz hier, der einfach regelmäßig auch von mir gereinigt wurde, aber trotz dessen noch so einen Schmutz drin hat. Echt krass, sehr geil. Und dann muss man natürlich dazu sagen, diese kleinere Düse hier, die ist wirklich super, weil die andere ist von der Größe her nochmal eine ganz andere Dimension. Das gucken wir uns im Vergleichsvideo dann auch nochmal an. Habt ihr gesehen, wie ich hier easy um die Ecke komme, hier dran oder ähnliches. Und genauso auch beispielsweise im Fußraum, weiß ich, kann ich mir gut vorstellen, da komme ich auch easy dran. Probieren wir mal aus. Also jetzt hier bei dem Tiguan beispielsweise, wenn wir jetzt hier irgendwie drunter möchten, da kommen wir schon echt gut dran. Gehe ich jetzt einfach nur mal so trocken hier drüber quasi. Und ist ja das gleiche Prinzip, wenn ich jetzt hier drücke und ziehe. Also das funktioniert auf jeden Fall. Und das geht halt besser, weil diese Düse halt deutlich kürzer ist, deutlich handlicher und kleiner ist. Oder auch wenn ich jetzt hier unter den Sitzbereich möchte,
da bin ich deutlich flexibler. Also da haben sie sich echt was bei gedacht. Das war ja auch ein Kritikpunkt, den ich damals in meinem Video mal gesagt habe, dass ich die ein bisschen unhandlich finde, dass es im Innenraum schwieriger ist. Wenn du natürlich nur Sachen hast, wie jetzt Teppiche, Fußmatten oder sonst was, die du auch rausnehmen kannst, ist es was anderes. Aber je nachdem, was es für ein Fahrzeug ist und für eine Anwendung, kommst du damit definitiv besser dran. Und das Schöne ist, die ist ja auch benutzbar. Ich denke mal, die gibt es im Zubehör. Da einfach auf Kärcher-Seite mal gucken, oder ich verlinke sie euch unterhalb des Videos, wenn ich sie gefunden habe, dass man die für ein altes Gerät, altes in Anführungsstrichen, auch benutzen kann, weil das ja hier ein Normanschluss bei Kärcher ist. Okay, Freunde, Fußmatte ist das richtige Stichwort. Wir gehen jetzt mal hin und den Bereich hier würden wir nass saugen. So, der ist ja so ein bisschen hier ausgeklopft, gereinigt. Und die andere Seite lassen wir einfach mal. Also los geht's. Wo die Schuhe immer sind, ne? Leute, ich finde, sowas spricht halt immer Bände, ne? Das ist doch wirklich der Wahnsinn. Also was hier rausgekommen ist, und das ist eine der Fußmatten, die wir schon häufiger in den Videos jetzt genutzt haben für die Reinigung, wo ich gezeigt habe, wie es denn richtig funktioniert und was das Teil rausholen kann, so ein Kärcher-Putzi. Dementsprechend, was ich sagen will, da war ja eigentlich gar nicht mehr so viel Dreck drin. Habt ihr auch an der Düse gesehen, hier vorne in dem Bereich, klar, wo die Füße wieder drauf waren in der letzten Zeit meiner Eltern. Aber das einfach nur geil. Ich liebe so ein Kärcher-Putzi. Einfach ein geiles Gerät. Hätte ich mir schon viel früher zulegen müssen. Wirklich. Oh, Freunde, und jetzt guckt mal, was ich hier an Schmutz rausgeholt habe. Nur aus dem Sitz und aus der Fußmatte. Ist das nicht krass? Das ist immer wieder ein tolles, belohnendes Ergebnis, wenn man diesen Schmutz hier sieht. Wirklich widerlich, wenn man sich überlegt, dass man da mit Popo drauf sitzt. Klar, in den Fußmatten ist natürlich auch viel Schmutz. Aber das willst du wirklich nirgendwo im Auto haben, oder? Okay, meine Freunde, Fazit. Fazit, ein super geiles Gerät. Gefühlt hat der sogar noch mehr Saugleistung. Da müssen wir wirklich mal in die Details gucken, also in die technischen Daten und im Vergleichsvideo das Ganze überprüfen, wie saugt der im Verhältnis zu der alten Version. Also es ist halt die Frage, wenn man jetzt den alten bereits besitzt, ob man jetzt hier ein Upgrade macht. Da gucken wir uns das ganz genau mal in dem anderen Video an. Wenn man natürlich jetzt sagt, ich will mir gerade einen Kärcher holen, würde ich euch diesen hier auf jeden Fall ans Herz legen. Saugeiles Gerät. Also wirklich klasse. Ich verlinke euch unterhalb des Videos. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Und haut rein. Bis zum nächsten und ciao.